Heute fand vor diesem Hintergrund im EU-Parlament in Straßburg eine Debatte über den Klimaschutz statt. Marlon Amoyal hat diese Debatte für uns verfolgt. Marlon, die große Mehrheit der Bürger sieht den Klimawandel als sehr ernstes Problem an. Trotzdem scheint es sehr schwierig zu sein, zu einem einheitlichen EU-Handeln zu kommen. Woran liegt denn das? Ja, zumindest ist diese Stimmung der Bevölkerung hier auch im Europäischen Parlament angekommen. Die Parlamentarier haben ja heute hier diskutiert, wie man den Klimawandel effektiv bekämpfen kann. Die große Schwierigkeit ist, wie man die verschiedenen nationalen Programme aufeinander abstimmt. Und dann ist natürlich auch die Frage wichtig zu klären, wie man die Partner zusammenhält. Denn nehmen wir beispielsweise die osteuropäischen Staaten, Polen, Tschechien, die halten von diesem 2050-Ziel, also Klimaneutralität in Europa zu erreichen, gar nicht so viel. Und dann ist die Frage, wie man eine Dekarbonisierung erreichen möchte, ohne gleichzeitig der Industrie zu schaden. Hier wird es auf die neue Kommission ankommen, die ja schon bereits erklärt hat, dass sie in den ersten 100 Tagen einen grünen Deal vorstellen will. Das erste Mal ein Gesamtkonzept, ein Gesamtgesetzeswerk für die Europäische Union auf den Weg zu bringen, um den Klimawandel zu bekämpfen. Und dafür muss man auf der einen Seite viel Geld in die Hand nehmen. Und der zukünftige designierte Klimakommissar Frans Timmermans hat eine ganze Menge zu tun, hier Fingerspitzengefühl zu beweisen, um die europäischen Partner von den richtigen Zielen und Maßnahmen zu überzeugen. Wenn man über die CO2-Reduzierung spricht, dann ist man ja sehr schnell bei der Frage der Steuergesetzgebung. Das ist in Europa nationale Angelegenheit. Da ist ja dem EU-Parlament weitgehend, sind dem EU-Parlament weitgehend die Hände gebunden. Aber wo konkret kann denn dann die EU ansetzen? Naja, die Kommission möchte ja hier dieses Gesetzespaket vorstellen, denn die hat das Initiativrecht. Das Parlament kann sich da tatsächlich nicht mit einem Gesetz einbringen in diese Auseinandersetzung und vor allen Dingen in die Lösung dieser wichtigen Klimafragen. Aber es wird gestritten um einen ganz zentralen Punkt, nämlich wie möchte man eigentlich dem CO2 einen Preis geben. Das eine ist eine Steuer. Diese Steuer müsste aber dann auch im Europäischen Rat einstimmig beschlossen werden. Ein anderer Ansatz ist es, dass man den Zertifikatshandel reformiert, heißt also beispielsweise im Bereich des Verkehrs, im Bereich der Luftverkehrs noch zusätzlich Kapazitäten schafft und Gesetze schafft, um hier beispielsweise den Zertifikatwandel auszubauen. Und das trifft natürlich dann auch die Industrie. Das ist der Ansatz, der zurzeit hier verfolgt wird. Aber noch gibt es dieses Gesetzespaket nicht. Darüber hat man hier zwar heute im Europäischen Parlament intensiv gestritten und diskutiert. Alle warten darauf, was die Kommission hier am Ende vorstellen wird. Eines ist klar, die Europäische Union will sich dem Ziel weiter verschreiben, die Klimaziele zu erreichen, unter anderem bis 2030 den CO2-Ausstoß zu begrenzen. Jetzt ist das bei 40%. Die Kommission fordert bis zu 50% oder 55%. Und das sind die Botschaften, die hier aus Straßburg auch in Richtung New York gesendet werden, wo ja dann am Wochenende der Klimagipfel tagen wird. Ja, vielen Dank, Marlon Amoyal nach Straßburg.